Als er 13 Jahre alt war, lief er von zu Hause weg und wollte nach Paris gehen. Und das geschah nur deshalb, weil sie mit dem Nazi-Regime zusammenarbeiteten. Henri beschloss auch, dass sich das Unternehmen mit Moët Hennessy zusammenschließen sollte. Krass, Alter, die Henny-Vibes. Aber er ist fast immer unter den 5 reichsten Menschen der Welt zu finden, wie Bezos, Musk, Gates und Buffett. Ja, Maniacs, rettet doch mal die Welt, Lan. Ihr spielt nur Schach mit uns und habt gedacht, dass wir es nicht raffen. Doch wenn das Ende kommt, müsst ihr bezahlen für eure Taten. Skrrr. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Also, wie ein obdachloses Kind Louis Vuitton gründete. Let's go, Alter. Louis Vuitton ist die wertvollste Luxusmodemarke der Welt. Der CEO Bernard Arnault ist außerdem der drittreichste Mann der Welt mit einem Nettovermögen von rund 158 Milliarden. Der drittreichste Mann der Welt? Krass, jo. Voilà. Zum Vergleich, mit dem Geld könnte man 22 Mal den Berliner Flughafen bauen. Oder einmal Afrika aus der Hungersnot rausholen. Wenn man sich den heutigen Erfolg ansieht, würde man nie vermuten, dass das Unternehmen von einem Mann gegründet wurde, der als Jugendlicher obdachlos war. Er hatte keine Ausbildung und schlief im Wald. Krass. Erinnert mich an meine Waldhütte. Aber an diesen ganzen Geschichten, auch von dem Nestle-Typ gestern, oder es gibt noch sehr viele andere Erfolgsgeschichten, da merkt man immer wieder, dass man ganz tief sein muss, um ganz hoch zu kommen, ne? Louis Vuitton ist eine wahre Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär. Aber das Unternehmen wurde auch Gegenstand einer feindlichen Übernahme. Unzählige Gerichtsverfahren und eine Vielzahl anderer Kontroversen. Dies ist die verrückte Geschichte von Louis Vuitton und wie sich ein kleines Familienunternehmen zu einer der mächtigsten und luxuriösesten Marken der Welt entwickelte. Ich mag seine Stimme auch. Der Typ ist mir sympathisch. Wir werden regelmäßig auf seine Dokus reagieren. Ich finde, der macht seinen Job gut. Louis Vuitton wurde 18. Geschichte über die Gründung von WhatsApp ist nice. Ziehen wir uns auch rein. 1921 geboren und wuchs auf dem Bauernhof seiner Familie in Frankreich auf, in einem kleinen Dorf namens Anquet, das mitten im Nirgendwo lag. Es gab keinen Strom und kein fließendes Wasser. Louis' Vater Xavier war Müller und Landwirt, während seine Mutter Corinne Hüte herstellte, um etwas Geld dazu zu verdienen. Es gibt keine Aufzeichnungen darüber, dass Louis jemals eine Schulbildung erhalten hat. Die nächstgelegene Schule befand sich in einem 9 Kilometer entfernten Dorf. Man nimmt an, dass er Vollzeit auf der Farm der Familie arbeitete, ohne dass er lesen oder schreiben lernte. Louis arbeitet jeden Tag von früh bis nachts auf den Feldern, nur um seine Familie ernähren zu können. Eigentlich unnötig zu erwähnen, dass die Vuittons in finanziellen Schwierigkeiten steckten und der junge Louis in eine Situation hineingeboren wurde, die ihn dazu verdammen sollte, jemals eine glänzende Zukunft zu haben. Aber es kam noch viel schlimmer. Louis' Mutter starb, als er gerade mal 10 Jahre alt war. Sein Vater heiratete schnell wieder eine andere Frau. Aber Louis' neue Stiefmutter war unglaublich kontrollierend und manipulativ gegenüber ihm und er toxisch feminin, na man, geriet ständig in Streit mit ihr. Als er 13 Jahre alt war, lief er von zu Hause weg und wollte nach Paris gehen. Mitten in der Nacht schlich er sich davon, ohne sich zu verabschieden. Mit 13, krass. Es gab nur ein Problem. Paris war 370 Kilometer entfernt und Louis hatte weder Geld noch Essen, sodass er gezwungen war zu improvisieren. Die meisten Nächte schlief er mit leerem Magen und einem Mantel im Wald. Jedes Mal, wenn er in ein neues Dorf kam, erledigte er Gelegenheitsarbeiten im Austausch gegen Essen oder Münzen. Überleg mal, was Menschen damals für einen Weg gegangen sind, um zu ihrem Ziel zu kommen. Weißt du, was ich meine? Überleg mal den Hustle, Dicker. Stell dir mal vor, heutzutage, nimm mal einen 13-Jährigen und sag, du musst jetzt 370 Kilometer alleine durch den Wald irgendwie, um nach Frankreich zu kommen und du hast nur einen Mantel, nichts zu essen, kein Geld, nichts zu trinken und so. Weißt du, was ich meine? Ich meine, es ist nichts Schönes, aber ich glaube, das hat den Typen zum Mann gemacht, verstehst du? Das ist schon krass. Weil er jedoch kein Geld für eine Unterkunft übrig hatte, schlief er weiterhin in den Wäldern oder wo auch immer er einen Unterschlupf für die Nacht finden konnte.
Durch diese verschiedenen Gelegenheitsjobs konnte sich Louis bei Handwerkern Fertigkeiten aneignen. Er lernte, wie man mit Metall, Stein, Stoff und Holz arbeitet. Diese Sammlung verschiedener Fertigkeiten sollte später sein Leben verändern. Aber bei diesem Tempo war die Reise unglaublich langsam und er brauchte 3 Jahre, um Paris zu erreichen. 3 Jahre, Digga, krass. Nicht lange nach... Ja, Bruder, Hakim sagt, mit 13 ist krass, denn damals gab es keine Handys etc. Du hast einfach null Kontakt mehr zu deiner Familie, bist komplett auf dich alleine gestellt, als 13-jähriger Dude, so. Hut ab. Seiner Ankunft in Paris konnte Louis als Lehrling bei einem Schachtelmacher und Verpacker anfangen. Schachteln, man. Kistenmacher fertigen für ihre Kunden maßgeschneiderte Kisten an. Außerdem packen sie sie ein und aus, wenn ein Kunde eine Reise antritt. Durch diesen Job lernte er viele neue Leute aus der Oberschicht kennen, die maßgeschneidertes Gepäck für ihre Reisen suchten. Louis arbeitete hier mehrere Jahre lang, lernte das Handwerk und arbeitete so hart, wie er konnte. Im Jahr 1851 wurde die Kaiserin von Frankreich zu seiner Kundin und war von seinen handwerklichen Fähigkeiten sehr begeistert. Sie ernannte ihn zu ihrem persönlichen Schachtelmacher und Packer. Für die meisten Schachtelhersteller ist dies die höchste Ehre, die jemand in seiner Karriere erreichen konnte. Louis hatte sich von einem obdachlosen Teenager mit nichts in der Tasche zu einem angesehenen Job unter Adeligen hochgearbeitet. Das war an sich schon eine große Leistung. Voll, Digga. Inspiriert auf jeden Fall. 3 Jahre Zeit, aber 30 Jahre Erfahrung. So. Weil Louis Vuitton hatte eine noch größere Vision für seine Zukunft. Nachdem er im Alter von 33 Jahren geheiratet hatte, nutzte Louis seine Ersparnisse, um sein eigenes Unternehmen zu gründen und eröffnete in Paris eine eigene Werkstatt. Dadurch konnte er seine eigenen Produkte verkaufen. Louis hatte nämlich einen großen Mangel an den damaligen Gepäckstücken festgestellt. Alle Kisten waren aus Leder gefertigt und hatten eine abgerundete, kuppelförmige Oberseite, sodass der Regen von der Oberseite des Gepäcks abperlte. Das Hauptproblem war jedoch, dass man sie nicht stapeln konnte. Also musste ein Packer die Kisten einzeln tragen. Louis begann mit verschiedenen Materialien zu experimentieren und fand heraus, dass Segeltuch leichter und wasserabweisender war. Das bedeutete, dass die Kisten stattdessen eine flache Oberseite haben konnten. Dies machte alles effizienter, da es nun möglich war, sie auf einen Stapel zu stapeln und mehrere Stämme gleichzeitig zu verpacken. Stapel, Stapel auf dem Stapel, na Mann. Und sie waren auch kompakter. Louis' neues Kofferkonzept läutete die Ära des modernen Reisegepäcks ein. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich Louis bereits einen professionellen Ruf aufgebaut und seine Verbindungen zur Oberschicht gefestigt. Als er seine neue Gepäcklinie auf den Markt brachte, war sie sofort ein großer Erfolg. Er erstellte sogar einen Louis Vuitton-Katalog, damit sich die Kunden die verfügbaren Produkte vorab ansehen und sie anfertigen lassen konnten. Innerhalb von 2 smarter Bruder auf jeden Fall. Jahren galten seine neuen Koffer bei den Wohlhabenden als elegantes Accessoire, das nicht mehr wegzudenken war. Sie wurden zu einem Statussymbol. Und die Marke wurde so beliebt, dass er Bestellungen aus der ganzen Welt erhielt. Sogar aus den fernen Ägypten erhielt er Aufträge von den Königlichen. Ich bin überzeugt davon, dass es auch mit seinem Weg zu tun hat, dass er sich da diesen Biss und diesen Hunger aufgebaut hat mit diesem 13, also wo er dann 13 Jahre alt war und 3 Jahre lang gereist ist, um nach Frankreich zu kommen und so. Das macht was mit einem, das gibt einem, glaube ich, nochmal eine extra Motivation so. 1859 machte Louis genug Gewinn, um ein... Wenn du es jetzt vergleichst mit jemandem zum Beispiel, der in einem privilegierten Haushalt groß wird und alles von Kind auf den Arsch gesteckt bekommt zum Beispiel, weißt du? Das sagen auch viele große Leute, da habe ich auch schon öfter mal gehört, dass die ihren Kindern nicht so viel von dem Geld vererben wollen, damit die auch noch im Struggle groß werden, weil der Struggle ist wichtig, um erfolgreich zu sein. Team von Handwerkern einzustellen, die ihm bei der Erfüllung seiner Aufträge helfen sollten. Er eröffnete eine neue Werkstatt außerhalb von Paris, in der er 20 Mitarbeiter einstellte. Zu dieser Zeit begannen immer mehr Menschen mit dem Zug und dem Schiff zu reisen. Die Zahl seiner potenziellen Kunden stieg also exponentiell an. Reisen war nun nicht mehr nur ein Hobby der Reichen. Menschen aus allen Gesellschaftsschichten brauchten nun hochwertiges Gepäck. Es schien, als ob Louis es geschafft hatte und für den Rest seines Lebens erfolgreich sein würde. Leider war das nicht der Fall.
Frankreich war auf dem Weg in den Krieg und für Louis Vuitton bahnte sich erneut eine Tragödie an. Oh oh. 1870, als Louis 49 Jahre alt war, brach der französisch-preußische Krieg aus. Louis musste aus seiner Heimat fliehen und mit Tausenden von anderen in einer engen Unterkunft leben. Als Louis 1871 endlich in sein Geschäft zurückkehren konnte, war alles zerstört, die Fenster waren eingeschlagen, die Ausrüstung gestohlen und er hatte alles verloren, wofür er so hart gearbeitet hatte. Doch anstatt aufzugeben, beschloss er seine Ersparnisse für den Wiederaufbau des Geschäfts zu verwenden. Und er schwor sich, dass es noch besser werden würde als je zuvor. Da so viele Menschen durch den Krieg vertrieben worden waren, gab es in der ganzen Stadt viel mehr leere Geschäfte zu mieten. Louis Vuitton machte sich dies zunutze und eröffnete seinen neuen Laden in einem viel wohlhabenden, da ist wieder dieses Kämpferinstinkt, aristokratischen Viertel von Paris. Reisende, die neue Koffer brauchten, mussten also nicht weit weggehen, um das Louis Vuitton-Geschäft zu finden. Im Jahr 1872 brachte er ein brandneues Gepäckstück auf den Markt. Es bestand aus beigem Segeltuch mit Streifen. Das wurde unglaublich populär und die Leute liebten es, den modernen Stil vorzuführen. Viele andere Marken versuchten seinen Stil zu kopieren, aber seine Taschen waren von so hoher Qualität, dass die Leute immer noch eine echte Louis Vuitton-Tasche bevorzugten. In den nächsten 20 Jahren arbeitete Louis Vuitton weiter in seinem neuen Geschäft in Paris bis zu seinem Tod im Alter von 70 Jahren. Doch sein Vermächtnis lebte durch seinen Sohn George weiter, der das Familienunternehmen übernahm. George Vuitton strebte danach, die Marke weltweit zu expandieren. So eröffnete er beispielsweise ein beliebtes Geschäft in London. Zu diesem Zeitpunkt war Louis Vuitton Gepäck so beliebt, dass viele andere Kofferhersteller begannen, Fälschungen herzustellen. Daher führte George Vuitton 1896 das inzwischen ikonische LV-Monogramm ein, um die Fälschung zu erschweren. Das LV waren die Initialen seines Vaters, zu Ehren des Mannes, der die Marke gegründet. Sieht fresh aus, Digga. Ist eigentlich nur L und V, aber hat voll den Vibe, so, ne? Liegt wahrscheinlich auch daran, weil die Marke halt auch so bekannt ist. Hatte. Aber er hatte auch die Idee, ein revolutionäres neues Schloss an den Koffer anzubringen, das es Dieben unmöglich machen würde, sie zu knacken. Im Jahr 1900 hatte das Unternehmen bereits 100 Mitarbeiter und wuchs Jahr für Jahr weiter. Alle Mitarbeiter wurden sehr lange geschult, um Experten für die Herstellung von Koffern zu werden. Auch heute noch werden Louis Vuitton-Mitarbeiter 18 Monate bis 2 Jahre lang, bevor man ihnen zutraut, eines der Produkte selbst herzustellen. Das Unternehmen begann auch eine ganz neue Produktlinie zu entwickeln. Und zwar wegen einer anderen Modeikone, Coco Chanel. Im Jahr 1925 gab sie eine kleine kuppelförmige Handtasche in Auftrag. Zunächst war dies ein Entwurf, den sie persönlich entwarf und der nur für sie bestimmt war. Später wurde sie jedoch in Serie produziert und sie erhielt den Namen. Darauf sind die Girls durchgedreht, bis heute. Alma. Sie war ein großer Erfolg. Daraufhin beschloss Louis Vuitton, weitere kleine Ledertaschen herzustellen, wie die Keep All, die Speedy und die Noé. Vor Louis Vuitton galten Handtaschen oft als ziemlich unelegant und sperrig. Ich habe früher als 13-Jähriger so ein Fake Louis Vuitton-Dings gehabt, Portemonnaie. Doch das Unternehmen trug wesentlich dazu bei, dass sie als viel modischer angesehen wurden. Als George Vuitton 1936 starb, ging das Unternehmen an seinen Sohn Gaston Louis über. Gaston übernahm das Unternehmen jedoch in einer sehr schwierigen Zeit. Denn nur wenige Jahre später zog Frankreich erneut in den Krieg. Second World War war? In des Zweiten Weltkriegs wurden Verträge gekündigt und Gaston war gezwungen, die Louis Vuitton-Fabrik zu schließen. Paris wurde erneut belagert. Die einzige Möglichkeit für Gaston Vuitton, sein Unternehmen zu retten, war die Zusammenarbeit mit Nazi-Deutschland. Die Autorin Stéphanie Bonvicini schrieb ein Buch mit dem Titel Louis Vuitton, eine französische Saga. Bei ihren Recherchen in den Firmenarchiven fragte sie, ob sie Unterlagen aus dem Zweiten Weltkrieg sehen könne. Sofort versuchten die Vertreter des Unternehmens, ihr die Informationen zu verwehren. Sie behaupteten, alle Dokumente aus den Jahren 1930 bis 1945 seien bei einem Brand vernichtet worden. Mhm. Aber nachdem sie in anderen historischen Dokumenten gegraben hatte,
entdeckte Stephanie, dass Louis Vuitton zu dieser Zeit in der Lage war, einen glamourösen Laden im Erdgeschoss des Hotels zu eröffnen. Und das geschah nur deshalb, weil sie mit dem Nazi-Regime zusammenarbeiteten. Währenddessen mussten mehrere andere Marken schließen, weil sie sich weigerten, mit den Nazis zu kooperieren. Natürlich schämte sich das Unternehmen für diesen Teil seiner Geschichte, aber sie würden argumentieren, dass Gaston tat, was er tun musste, um das Überleben des Unternehmens zu sichern. Andere Modeschöpfer wie Coco Chanel arbeiteten ebenfalls mit den Nazis zusammen, um sicherzustellen, dass ihr Geschäft in Paris nicht zerstört wurde. Hätten sie sich nicht für die Zusammenarbeit mit dem Feind Viele Leute haben mit den Nazis zusammengearbeitet. Und heute so die Älteren, nein, ich war kein Nazi, wir haben nicht mit denen gearbeitet. Bro, jeder will das natürlich verleugnen, aber ich glaube, sehr viele Menschen haben mit denen damals zusammengearbeitet, auf jeden Fall. Ihnen gäbe es ihre Marken heute wahrscheinlich nicht mehr. Als Gaston 1970 verstarb, übernahm sein Schwiegersohn Henri Racamier die Leitung der Marke Louis Vuitton. Never happened. Ist nicht passiert, Bro. Wir befinden uns also nun in der vierten Generation. Doch im Gegensatz zu seinen Vorfahren verfügte Henri Racamier bereits über eine Menge Geschäftserfahrung aus einem Unternehmen, das er zuvor geleitet hatte. Als er Louis Vuitton übernahm, war er in der Lage, die Marke auf eine ganz neue Ebene zu heben. Henri begann, die Marke Louis Vuitton grundlegend zu verändern, um sie von einem Familienunternehmen zu einem riesigen Konzern zu machen, der es heute ist. Er stellte das Geschäftsmodell von Louis Vuitton vom Großhandel auf den Einzelhandel um. Bis 1978 hatte er Louis Vuitton in viele andere Länder, darunter auch Japan, expandiert. Im Laufe von 6 Jahren und unter Berücksichtigung der modernen Inflation stieg der Umsatz von 20 Millionen Dollar auf 260 Millionen Dollar. Wow. Im Jahr 1984 beschloss Henri, das Unternehmen an die Börse zu bringen und Louis Vuitton verkaufte die erste Million Aktien im Wert von 63,63 Dollar pro Stück. Henri nutzte diesen Schwung und den Zufluss von Bargeld und begann mit der Eröffnung weiterer Geschäfte auf der ganzen Welt. Bis 1987 erreichte Louis Vuitton einen Umsatz von 1 Milliarde Dollar. Das war weit mehr, als sich der junge Louis je erträumt hatte, als er sein Crazy, Mann, Alter. Mein Urgroßvater ist im Rahmen einer Zusammenarbeit vor Moskau gestorben. Mein Beileid auf jeden Fall. Mein Urgroßvater ist auch, der ist gestorben, als er wieder zurück... Also die haben den gefangen genommen in Polen, glaube ich. Und er ist dann von da zurückgelaufen und als er angekommen ist, gestorben. Das Geschäft in Paris eröffnete. Henri beschloss auch, dass sich das Unternehmen mit Moët Hennessy zusammenschließen sollte. Einem Unternehmen für Luxusgetränke, das Champagner und... Meine Uroma, die 103 geworden ist, die ich auch noch natürlich kennengelernt habe, so, die hat eine Urkunde gehabt zu Hause. Muss dir mal reinziehen, hat eine Urkunde gehabt, wo Hitler unterschrieben hat, mit so einem Stempel, weil die irgendwie über eine gewisse Anzahl von Kindern bekommen hat und dafür dann ausgezeichnet wurde. Krass. Ja, herstellte. Zusammen bildeten sie ein neues Henri beschloss auch, dass sich das Unternehmen mit Moët Hennessy zusammenschließen sollte, einem Unternehmen für Luxusgetränke. Krass, Alter, die Henny-Vibes. Das Champagner und Cognac herstellte. Zusammen bildeten sie ein neues Luxuskonglomerat namens LVMH. Theoretisch würde der Zusammenschluss es ihnen ermöglichen, Ressourcen zu bündeln und noch schneller zu expandieren. Leider kam Henri nach der Fusion nicht gut mit dem Präsidenten von Moët Hennessy aus. Also bat Henri... Um ehrlich zu sein, wusste ich gar nicht, dass Moët Hennessy zusammengehört, Alter. Ich dachte, das sind zwei verschiedene Sachen, ja. Ich bin halt auch nicht der Luxus-Dude an der Stelle. Einen ihm bekannten, erfolgreichen Immobilienentwickler namens Bernard Arnault, ihm zu helfen, die Situation zu managen. Leider ging die Einladung an ihn als Investor gründlich nach hinten los. Bernard kaufte heimlich 43% der Aktien von Louis Vuitton und bekam Unterstützung von den Familien Moët und Hennessy, um mehr Macht bei LVMH zu erlangen. Henri fühlte sich von dem Mann, den er zu seiner Unterstützung geholt hatte, verraten.
Deshalb verklagte er Bernard vor Gericht und verlangte, dass er nicht länger die Mehrheit an Louis Vuitton halten sollte. Aber das Gericht entschied sich schließlich für Bernard. Henri war so wütend darüber, von seinem Freund hintergangen worden zu sein, dass er beschloss, seine Arbeit bei Louis Vuitton ganz aufzugeben. Ach du Scheiße, aber Henri ist doch ein offizieller Nachfahre von Louis, oder? Nun war zum ersten Mal seit fast 100 Jahren niemand mehr aus der Familie Vuitton an der Marke beteiligt. Wollte ich Nach dem sagen. Drama der feindlichen Übernahme durch Bernard begannen die Verkaufszahlen. Ah, da habe ich was Böses gesehen, meine liebe Freunde, guck mal. Beteiligt. Nach dem Drama der feindlichen Übernahme durch Bernard. Oh oh. Bro, da müssen wir auch nochmal Research machen hier, Alter. Trau kein Promi, falls du zuguckst, untersuch den YouTuber mal, der hat hier Zeichen eingebaut im Video. Na, begannen die Verkaufszahlen zu sinken. Die Journalisten berichteten nicht mehr über die Marke und eine Zeit lang sah es so aus, als könnte das Unternehmen scheitern. Doch Bernard verstand es, die Geschicke des Unternehmens zu lenken. Louis Vuitton gelang ein Comeback, als das Unternehmen während seiner 100-Jahres-Kollektion mit mehreren Modedesignern zusammenarbeitete. Große Namen wie Vivienne Westwood und Isaac Mizrahi kreierten alle ihre eigenen Interpretationen des kultigen LV-Monogramms. Sie kreierten Produkte, die die Kunden noch nie zuvor gesehen hatten. Und die Menschen versuchten wieder einmal, eine Louis Vuitton-Tasche zu ergattern. Letztendlich zahlte sich Bernard. Und im Jahr 2021 wurde er von Forbes offiziell zum reichsten Mann der Welt ernannt, mit einem Nettovermögen von über 180 Milliarden Dollar. Natürlich ändern sich die Ranglisten je nach Entwicklung der Aktienkurse, aber er ist fast immer unter den 5 reichsten Menschen der Welt zu finden, wie Bezos, Musk, Gates und Buffett. Doch unter all diesen Ja, Maniacs, rettet doch mal die Welt, Lan. Ihr habt so viel Geld. Macht nicht auf Weltverbesserer, sondern werdet mal wirklich welche. Dann ist Bernard Arnault definitiv der am wenigsten bekannte, da er es vorzieht, sich aus dem Rampenlicht herauszuhalten. Was wir wissen ist, dass er in der Geschäftswelt ein Skrupel... Ihr spielt nur Schach mit uns und habt gedacht, dass wir es nicht raffen. Doch wenn das Ende kommt, müsst ihr bezahlen für eure Taten. ...großen Ruf genießt. Er ist bekannt als der Wolf in Kaschmir. Und das ist auch der Grund, warum LVMH heute über 70 verschiedene Marken besitzt, die er durch all die Akquisitionen und Fusionen erworben hat. Diesem einen Unternehmen gehören sehr viele der luxuriösesten Marken der Welt und doch begann alles mit einem bankrotten, obdachlosen Teenager. Crazy. In der modernen Welt baute Louis Vuitton seine Marke mit neuen farbenfrohen Stilen aus, die bei einem jüngeren Publikum Anklang fanden. Im Jahr 1997 wurde Marc Jacobs zum Kreativdirektor ernannt. Er entwarf die erste Ready-to-Wear-Linie und kreierte die beliebte Monogramm-Handtaschenlinie Vernice. Marc Jacobs erweiterte Louis Vuitton auch auf Uhren, Schmuck und Sonnenbrillen. Schließlich verließ er Louis Vuitton und brachte seine eigene Bekleidungs- und Accessoire-Linie heraus. Louis Vuitton hatte ein ganzes Team von Jacobs, Anwälten, die nach Urheberrechtsverletzungen suchen. Und sie zögern nicht, jemanden zu verklagen, wenn sie glauben, dass dieser das Markenlogo kopiert. Sie haben sogar Google verklagt, weil Suchergebnisse und Anzeigen zu gefälschten Taschen geführt haben. Google hat den Fall jedoch mit dem Argument gewonnen, dass sie es nicht kontrollieren können, was die Nutzer ins Internet stellen. Louis Vuitton arbeitet auch mit Marken wie Supreme zusammen, was die Zielgruppe des Unternehmens wie nie zuvor erweitert hat. Louis Vuitton verklagte zuvor Supreme wegen des Kopierens ihres Logos, bis sie erkannten, wie profitabel eine Zusammenarbeit sein würde. Heute werden Louis Vuitton Supreme-Artikel für ein kleines Vermögen weiterverkauft. Zum Beispiel wird die Ledertasche für 125.000 Dollar verkauft oder sogar ein LV Supreme Hoodie kostet über 5.000 Dollar. Natürlich ist das Fälschungsproblem, das Louis Vuitton seit den frühen Tagen des Unternehmens hatte, auch noch heute ein Problem für die Marke. Sie schätzen, dass sie jedes Jahr Hunderte von Millionen Dollar durch gefälschte Versionen ihrer Produkte verlieren. Doch auch nach 168 Jahren auf dem Markt scheint das Unternehmen nichts zu bremsen. Louis Vuitton ist nach wie vor eine Marke, die viele Menschen zu tragen wünschen. Und sie ist bei den Reichen und Berühmten ein beliebtes Produkt. Derzeit ist sie die Nummer 1 der Modemarken in der ganzen Welt mit einem Wert von 39 Milliarden Dollar. Mit mehr als 400 Geschäften finden Sie Louis Vuitton in fast jeder größeren Stadt rund um den Globus. Aber was hältst du von Louis Vuitton?
Bist du der Meinung, dass die Marke bei all dem Hype überteuert ist? Oder denkst du, dass die Qualität der Produkte den hohen Preis rechtfertigen? Falls du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, fühle ich, feiere ich, habe mich geprägt. Coole Dokumentation auf jeden Fall. Meiner Meinung nach natürlich überteuert. Das ist halt die Marke, die man da kauft, ne? Alle Sachen sind überteuert in dem Bereich. Ja, Mann. Ich hätte mich noch über ein Kapitel gefreut, wo irgendwas drinsteht von wegen so irgendwie... Ich meine, so Hip-Hop-Bereich, Rapper und so haben den Shit auch nochmal ein bisschen größer gemacht, oder? Oder kommt mir das nur so vor? Ich hatte schon das Gefühl, dass diese ganzen, wo auf einmal Rapper angefangen haben, auch Designer zu tragen, das auf jeden Fall auch nochmal eine breitere Masse erreicht hat und es ein bisschen cooler geworden ist, auch bei den Hood-Leuten und bei den Leuten, die von der Street kommen. Oder über Virgil, ja, genau. I got every Louis V collection from Virgil.